Guten Morgen. Again. Again. Jetzt sind wahrscheinlich noch gar keine Monster gespawnt. Schätze ich mal. So, und du hier wachst mal bitte schneller. Wachst schneller. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir könnten unser Haus noch mehr beleuchten. So. Und so. Es ist allgemein so ein wunderschönes Haus. So absolut symmetrisch und nicht pupetrisch. Und weißt du, gehen wir nochmal da hinten hin. Wir könnten ja natürlich auch etwas machen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ihr wisst, was ich meine. Und das kann man natürlich gleich mal rausfinden, indem ich ein bisschen Erde mitnehme. Erde, Erde, Erde klatschen. Erde klatschen. Erde klatschen. Erde, 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 Erde klatschen. Schallerie, Fallera. Ballero. So, wie viel haben wir denn? Das müsste reichen. Hui. Wow, man sieht echt viel unter Wasser. Ja gut, kommt jetzt natürlich drauf an, wie klar das Wasser hier ist. Hier ist Lehm. Den nehmen wir natürlich auch mal eben mit. Siehst du, weil Lehm kann ja nicht schaden. Damit wir nicht versaufen. Lehm, Lehm, Lehm. Lehm, Lehm, Lehm. Ups. Ja. Ja, das war nicht Lehm. Da ist noch Lehm. Lehm. Zack. Da ist auch noch Lehm. Da ist auch noch Lehm. Hilfe, Hilfe, ich ertrinke, nein, lass mich raus, ach. Ah, danke schön. Na gut. Dann besteigen wir den Berg, und nehmen noch ein bisschen Kürbis mit. Kürbis. Noch mehr Kürbis. Man weiß nie, wozu die noch gut sind hier. Entweder als Verkleidung. Vor den netten Gesellen. Und damit meine ich natürlich die Endermänner, weil ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber man kann sich natürlich ein Köpfchen aufsetzen. Und wenn man dann die Enderleute anguckt, dann sehen die einen nicht. Also sie sehen einen schon, aber sie wären nicht so unbedingt aggressiv auf uns. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, ich nehme jetzt aber wieder runter. Ist unser Sichtfeld so eingeschränkt. Ja. Ups. Ja, das ist doch schon mal nicht so schlecht. Und überhaupt. So. Und ihr hört nicht runterfallen. Und jetzt machen wir uns das da oben ein bisschen hübscher. Wir könnten natürlich auch ein bisschen Schnee mitnehmen. Ich meine, wenn der hier schon so rumliegt. So. Natürlich können wir dann später auch noch anbauen. Aber das brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Boah, aber hier hat man auch eine geile Aussicht, oder? Guck mal, da hinten ist der Sumpf.
drüben ist unser Häusli. Da ist das Häusli. Und da ist gleich so ein Riesenberg. Schon ziemlich geil. Ja gut, also wofür ich eigentlich den Eimer natürlich dabei habe. Deshalb. Hüpf. Yay. Natürlich voll auf. Was ist denn hier? Naja, gut, egal. So, das Ganze machen wir noch ein bisschen hübscher. Lieber von oben weg. Hallo? Wo ist mein Wasser? Mein Wasser ist weg. Wasser? Hä? Ach so. So. Das Wasser ist eingefroren. Das Wasser ist eingefroren. Nein. 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 Unser schöner Fahrstuhl ist kaputt. Wie blöd ist das denn jetzt? Na toll. Ja gut, dann müssen wir nochmal ran. Das Wasser ist eingefroren. Ja, toll. Dankeschön. Jetzt bin ich wütend. Oh Mann. Es war so schön. Ich hab gedacht, da können wir jetzt voll den coolen Wasserfahrstuhl bauen. Und dann immer so hoch und runter und weißt du schon, hoch und runter und hoch und runter. Wie man das halt so macht in einem Fahrstuhl. Aber nein, jetzt muss das Wasser natürlich einfrieren. Gemeinheit. Wow, da ist gerade so eine Mücke am Monitor vorbeigeflogen. Sehr strange. Oh, ein bisschen Kohle mitnehmen. War ja nicht so viel. Okay. Ach, was ist hier denn passiert? Dann hätte ich gesagt, latschen wir mal wieder zu unserer Hütte zurück. Ich nehme mal ein bisschen Wasser mit. Gucken wir mal, wie weit das Brot denn ist. Also, der Weizen. Vermutlich noch nicht ganz so weit, weil es braucht ja immer ewig, bis das wächst. Und dann können wir noch nebenbei ein bisschen Bäume fällen. Baum fällt. Nee, noch nicht. Also eigentlich müsste der Baum ja fallen, wenn man den unteren abhackt. Also Baum fällt. Tsch, boom. Bling. Falls es jemandem jetzt was gesagt hat. Solltet ihr übrigens irgendwelche Themen haben, die ich mal ansprechen soll, über die ich ein bisschen quatschen soll, nur her damit. Im Moment bin ich jetzt einfach so in die Aufnahme gegangen und habe gedacht, hey, quatscht einfach über irgendwas. Und wie man merkt, es gibt ein paar Phasen, da bin ich recht still, weil ich gerade nachdenke, über was ich denn so quatschen könnte. Ja, also Themenvorschläge, immer her damit. Wird es schon wieder dunkel? Ja. Boah, das sieht schon so schön aus. Guck mal. Da mache ich jetzt glatt mal so. Boah. Der Sonnenuntergang. Das ist schon eine geile Landschaft, muss man sagen. Ist echt toll. Da möchte man glatt gar nichts drauf bauen.
weil es einfach so schön ist. Na gut. Natürlich stoße ich jetzt an die Maus. Das ist eine gute Sache in der Aufnahme. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt eigentlich schon aufnehme. Und inwiefern ich dann die Folgen gestalte oder auch nicht gestalte. Je nachdem, ob ich sie jemals raushaue oder nicht. Hallo. Hallo. Ich habe einen Hasen auf dem Shirt drauf. Und ich habe ganz komische Augen. Boah, blaue komische Augen. Und kackbraune Haare. Boah. Ja, okay, ist wieder gut. So, hauen wir ein bisschen was in die Kiste rein. Den Clay. Die Saplings, die Eier, die Blumen, die Kürbisse. Ja, so weit, so gut. Wow, ein Eisen. Das ist schon was. Auf jeden Fall. Gute Nacht.